Chat, ich bin kurz pissen, ja? Solange könnt ihr den hier zuhören. Sollen auf jeden Fall originale Mercedes-Felgen sein. Kurz im Kopf. Ja. Gott, pissen. Nur originale Mercedes-Felgen, bitte. Haben wir nicht. Oh. Nein. Aber welche Farbe haben Sie da? Die? Das. Können Sie ein bisschen lauter sprechen, bitte? Uno. Welche Farben haben Sie da? Ja. Ich guck mal nach. Gar keine, die ist so. Welche Farbe ist denn das? Ist das schwarz? Nee, das ist irgendwie so ein Gunmetal-Ton. Dann zeigen Sie mal bitte andere Mercedes-Felgen. Ich sehe gerade. Ah, okay. Verstehe. Ist halt. Ei, ei, ei. Was sind denn die Mercedes? Ah, machen Sie mal zwei zurück bitte. Drei zurück, drei. Mercedes. Noch ein? Noch ein? Noch ein? Oh, sind das die gleichen von eben? Das sind die gleichen von eben. Ja, du hast bis jetzt noch Sports geguckt, ne? Kann das sein? Was? Ja, jetzt bin ich in der Sport. Guck mal in High-End rein. Wenn du von hinten guckst, findest du auch noch einen Haufenweise Mercedes. Ja, wenn ich... Ah, ja, okay. Oh. Das sind jetzt... Welche Mercedes-Felgen hier? Ja, aber die sind... Ich wusste gar nicht, dass es von 190e jetzt noch einen neuen gibt. Heute geholt. Eine schlechte war. Dankeschön, danke. Danke euch für eure Gäste. Warten Sie mal nochmal noch zurück, zwei zurück. Die werden auch schon. Nee, 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 doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Das sind auch. Ja, es müssen schon original Mercedes-Felgen sein. Schon einig, ne? Ja, aber haben wir mehr moderne. Ansonsten haben wir noch ein paar alte. Ich habe auf meinem alten Mercedes habe ich ein paar. Da musst du mal Sports relativ am Anfang. Nee, nicht Sports. SUV, glaube ich. Warte mal. Vielleicht sonst auch noch Brabus-Felgen, ne? Die drauf waren, konnten sie die lackieren? Nee, okay. Welche Kategorien hast du nochmal? Sports, SUV, die Garinee. Offroad, High-End, warte mal, lass mich da gleich mal rein. Denk die wieder weil ich kenne da noch eine Stelle, wo welche sein sollten. Frag mich, wie die auf dem Auto aussehen, weil Ella lässt an ihrem Auto ja nicht rumfummeln. Kuss. Drei Stunden, überleg mal. Anders. Was schon mal nicht. Wir mal gucken, wo wir die finden. René hat safe Lotto gewonnen. Ja, ich vielleicht weiß definitiv, dass wir noch mehr Mercedes-Felgen haben. Safe, Digga. Ja, die Mercedes-Felgen haben wir noch, aber damit wir uns das ordentlich René, beantworte mir meine Frage. Die vorher einmal waschen. Hast du einen Kühlschrank mit einer Eismaschine? Oh. So, dann haben wir einmal noch die Mercedes-Felgen. Die finde ich jetzt nicht so spritzig. Ja, dann haben wir die. Können Sie die Farbe da einmal ändern? Bitte? Welche Farbe wollen Sie? Weiß oder Gold? Ich weiß. Weiß nee, oder Gold. Die sehen nicht so gut aus. Oder warten Sie mal. Machen Sie nochmal ein Weiß? Das ist Weiß? Nee, da finde ich die Originalen fand ich besser. Mhm. Ansonsten haben wir die nochmal in dem Radius. Kühlschrank mit Eiswürfelmaschine. Nee, dann lasse ich erstmal.
Oder man oh, nimmt oh, die. Die. Da oh. ist außen immer ein weißer Rand rum. Und wenn ich jetzt einmal. Ja, können Sie an die Mitte einmal umlackieren. Nee. Ich glaube, ich lasse die. Ich lasse die Original. Oh, einmal lackieren bitte. Jo. Oh. Oh. Die sehen in Weiß ziemlich geil aus. Aber Weiß passt nicht so. Die werde ich einmal nehmen. Einmal die? Können Sie die. Ich finde die gut. Können Sie die nochmal in Blau machen? In diesem Blau, wie die Untergrund? Blau. Ich schau mal, was ich da finde. So, was in die Richtung? Ah, nee, zurück. Das ist too much. Ja, noch ein? Nee, ich glaube in Weiß. In Weiß. In Weiß oder Schwarz? Ja. Ich würde sagen Weiß, weil Schwarz geht das sehr unter. Ja, weil du ja dann die Konturen von dem Fahrzeug verlierst. Ja. Ja, einmal dort hier, ne? In Frostweiß. Jupp, haben wir. Sehr gut, okay, das war's. Gut. Dann stelle ich den einmal vorne auf den Parkplatz. Und dann machen ja, wir aber nicht über den Rasen fahren. Mach ich ja nicht, weil es meiner ist. Dings raus. Die Sprühfarbe raus. Kollege, Sie haben nichts gesehen, das war ein Schmierfink. Wir waren das nicht, okay? Was denn? Gut. So, einmal die Rechnung dann bitte, genau. Dass ich die bezahlen kann. Dann kriegen Sie da von mir einmal eine Rechnung. Alex! Oh, jetzt hätte ich wohl wieder angerufen. Ich würde an Ihrer Stelle sich nicht direkt neben mich stellen, ansonsten kriegen Sie die Rechnung. Ja. Da kann ich nämlich leider nichts machen. Das heißt, für mich Sie. Einmal bitte. Ja. Genau. Kriegen einmal die Rechnung. Dadurch, dass sie einen für Mercedes-Felgen entschieden haben, kostet sie das einmal 19.999. Kein Problem, bezahle ich sofort. Plus die Umfärbung auf Weiß macht dann nochmal 1.250. Das ist super. Und beim nächsten Mal nicht über den Rasen fahren. Ansonsten, falls sich interessiert, wegen dem Auto, in der Tat fährt meine Partner. Dass sie auch noch von einem anderen Wagen weiß. Also zwei gibt es davon bestimmt. Irgend so eine helle Farbe. Die ist eigentlich schon perfekt, die ist so richtig hell. Ja, aber sie kennt eigentlich auch noch einen, der auch noch einen besitzt. Doch, doch. Hm, okay, ja, egal. Aber meine, der von meiner Frau, der sieht ein bisschen anders aus. Der hat andere Scheinwerfer. Ein bisschen moderner. Achso, ja, wahrscheinlich. Ja, dann den BMW reingestellt. Obwohl dazu. Sehen. Was? Der gesehen. Ja, Polizei gerufen, ja. Ja, yeah. Schnell weg. Ja. Hat der Polizei gerufen? Ja, die Pol. Fahr schon mal weg hier. Hau rein, Bruder. Fahr zu dem Platz, ich komm gleich. Ja.
Oh Mann, was soll denn die Scheiße? Monsieur, ich mache hier gerade weg! Ich mache gerade weg! Hallo! Ja, hier ist nichts, hier muss auch nichts ran. Ich und der Scheiß da in der Garage muss da auch nicht sein, ich oder? Ich mache gerade weg! Das ist mein Auftrag! Verdammte Scheiße! Warum ja, schlagen Sie mich? Ja, aber so was hier nicht haben wollen. Hier, soll ich reparieren? Oh mein Gott! Bitte, ich kann reparieren. Ja. Was hat Cracky gefragt? Frag mich doch auf Discord, warum hier in den Chat? Wie hat er mich gesehen überhaupt? Boah, das wäre so geil, wenn ich das noch angesprayt hätte und dann durchgezogen wäre. Jo, was geht? Jo, was geht ab, so da? Ey, hat er wirklich die Bullen gerufen? Was? So, was hat das Ding denn geklaut? Was für Bullen? Jo, was wir geht? Wir waren beim ADAC, ich hab fuck ADAC an die Wand gesprayt. Soll ich wissen, dass der die Bullen, keine Ahnung, sowas weiß ich, was die machen? Ey, wo kommt die denn her? ADAC. Bergen, hast du eine Sniper dabei? Nein. Ah, wieso? Ich will Kali-Kartell snipen gehen. Oh, können wir gleich machen, wenn du willst. Ja, klar. Digga, was ist das denn, Junge? Bruder, was denn? Was ist das für ein Schädel, Alter? Ja, habt ihr mal eure Köpfe gesehen? Ja, was für du, Fettkopf? Schau dir mal Olaf an, wie hässlich der ist. Und du brauchst gar nicht reden mit deiner farbigen Maske da. Auze, Junge. Hast du was gegen Farbige oder was, hä? Nein! Ah. Ah, was ist das denn für ein Ding, Alter? Wann komme ich das Einhorn mal wieder zu hören? Ey, Hasbulla, das Einhorn? Psst, geht! Willst du das Einhorn wieder? Ja. Ist der Elf, du vermisst. Ja, ich kann Einhorn, Einhorn wieder zurück. Einhorn dabei, ey, Soße, lass mal kurz die Dings, die Kahn einparken. Nur Einhorn auf Kahn. Okay, ich hol mal drauf. Was ist das für eine Karre? Einhorn! Oh! Mach mal kurz auf den Wagen auf. 1602 spendet 50 Euro. Ja, ich hab einen Kühlschrank mit Eiswürfelmaschine, aber warum? Danke dir für deine 50 Euro. Ich hab mal gesagt, alle Leute, reiche Menschen erkennt man daran, ob sie einen Kühlschrank mit Eiswürfelmaschine haben. Deswegen hab ich gefragt. Danke dir für deinen 50er. Prost, Digga. Jo, wir müssen Masken wieder wechseln gehen, ja? Warum hast du eingepackt? Ja, lass mal. Wir fahren mit dem Motorrad. Okay. Aber warum? Kuss. Und ich muss mich auch umziehen gehen wieder. Wieso? Ja, weil ich schon in der Zeit wieder so viel Scheiße gebaut habe. Meine scheiß Big Mac Hose kennt jeder. Okay, markier mal Strand. Wo kann man denn Motorradhelme kaufen, Digga? Weißt du was? Na, ich glaube, die kann man gar nicht kaufen. Ah. Oh. Warte mal. René gehört. Also ich sag dir ehrlich, Digga, das Ding führe ich hier aber auch zu 1 Million% an. Ich feier das so heftig. Dieses Handling habe ich noch nie gesehen bei einem Motorrad. Nicht mal bei einer BF. Die lässt sich gut handeln, ne? Ja, ja.
So, wenn man nur nach links, rechts gehst. Kopfschmerzen? Ich bin hier unten an, Digga. Nee. Also. Ich wollte mir die Kopflosen angucken. Du kannst dir einen Helm kaufen, aber musst du direkt als Kleidung kaufen. Ah, okay. Neue Maske, Mann. Warte. Verdammt. Ich muss mal kaufen. Dann nehme ich doch lieber die Crack-Oma. Verdammte Scheiße. Okay. Wo wollen wir hin? Wollen wir mal ein bisschen mit dem Ding rumcruisen, oder was? Autobahn, jalla. Willst du Auto mit der Markier Autobahn? Na, fein, Digga, links. Die werden sterben. Nein, konzentrier dich. Ja, sag mir, wo wir längst fahren müssen. Da waren wir eh links wieder. 602 zurück und wieder 25 links. Euro. Fahr 2 Wochen nach Dortmund wahrscheinlich. Wenn du Bock hast, lass uns starten. Ja, geradeaus weiter durch. Waren 2 Wochen nach Dortmund in der Box. Oder ehrlicherweise, ich sag dir ehrlich, ich habe gar keine Lust auf die Autobahn. Warum? Nee, Brudi, weil es darauf hinauslaufen wird, dass wir sterben. Nein, konzentrier dich. Du musst doch dein Hohlspeed testen, Alter, kann ja nicht sein. Ja, Digga. Wo längs? Ja, gleich links. Ah ne, wir sind schon vorbei, zurück. Oh, ah ne, du kannst doch rechts, kannst doch rechts. Ja, und dann wieder links. Hier links soll ich Gas geben? Hier links und dann gleich rechts rauf. Ah. Hier jetzt? Ja. Yeah. Oh, hier ist ein Blitzermann. Ey, du Dumme! Scheiß auf den Blitzermann! Okay, ich gebe Gas jetzt, Digga, halt dich fest. Auf wie viel bist du? Oder? Warte, ich muss mich konzentrieren. Digga! Das ist ja alles korbig. Wir waren auf 270. Hier ist ja alles korbig. Das ist voll die Scheiße. Ja, mach das Radio aus! Was für Radio? Mach das Radio aus! Wie geht das? Verdammt! Wie geht denn das? Kuhmuskel! Und nach unten! Ah. Verdammt! Ich hab bei mir Radio immer aus, weißt du? Beim Hörsch Vienna. Ernsthaft? Ja. Oha. Ja, schnell, komm. Ja, jetzt durchziehen. Schnell. Ja, Brudi, entspannen Sie sich, Digga. Ich muss mich konzentrieren hier. Zieh durch, wenn du Eier hast. Und nimm die 5000 mit, du Wichser. Ah, Mann! Kleiner Wichser, Digga. Zieh runter mit dem Pfeil. Oha. Ich sag dir ehrlich, das Ding ist schnell, aber ich sag dir ehrlich, der Mercedes ist deutlich schneller. Ja, safe. Warte, lass mich mal mit dem auf der Autobahn fahren. Mit dem hier? Nein, mit dem Mercedes. Ja, okay. Aber mach keine Scheiße. Nein. Naja, nein, kenn ich, Digga. Wir werden so drauf gehen.
Ey, yo. Warst du mal... Ey, ich weiß ganz genau, wo wir hinfahren können. Pack aus. Unter welcher Kategorie ist denn der Wagen hier eingetütet worden, Alter? Such einfach alles durch, Mann. Naja, Bruder. Okay, unter LKW wird's nicht sein. Ironie, TV. Danke für dein Prime. Wir fahren auf diese große Brücke. Ich weiß, wo man perfekt testen kann, wie schnell deine Karre ist. Steig mal aus. Wo willst du denn? Kennst du die lange Brücke? Und kennst du die andere Insel? Ja, ja, kennst du die? Ja, aber Bruder, ich will jetzt hier keinen Jahresausflug machen. Fahr auf die Dings und Jalla. Achso, ja. Aber dann kannst du perfekt sehen. Ui, ui, ui. Ja. Du hast nichts für meine Hände normalerweise. Nee, das geht auch. Das wird wieder nach hinten losgehen, Bruder. Wo fährst du denn hin, Junge? Entspann dich. So auf! Ui, ui, ui. Warte, warte, warte. Digga, da, hier ist kurvig, pass auf. Sag, wie viel du fährst. Warte, warte, warte. 300. Pass auf, da ist der Tunnel 300. Jetzt. Ich will nicht sterben. Ich will 350. Nicht sterben. Ah! Uiuiui, ui, ui, ich war auf 350. Ja. Nochmal? Pass auf. Mein Gott, pass auf! Und? 350 sind wir gerade drauf. 5000 Euro, Alter. Aber der ist jetzt schon ein bisschen beschädigt, weißt du? Der fährt jetzt weniger. Wir fahren ja zu einer Garage. Wieder geblitzt, Mann! Uli! Oh. Ah! Ui. Ja, lass Dings. Mach dir mal heil da vorne. Wo willst du hin? Heil machen und nochmal durch die Hut cruisen. Jetzt, das wird doch jetzt safe nicht klappen. Verdammt! Hat nicht geklappt. Jetzt müssen wir zum ADAC fahren, oder was? Ja. Oh. Ja, dann fahr wieder zum ADAC. Ich markiere. Sie kennen. 50 Euro. Geh dann pennen, Mann. Liebe in den Chat, bin morgen um 12 wieder am Start. Habt ihr ein Insta DMHH no homo für so. Och nein, oh nein, oh nein, oh nein! Was fährst du auch so scheiße? Ja, scheiß auf dich, Digga. Ja, nee, danke wieder für den Profi. Der rollt noch ein bisschen. Bremst doch mal. Nein, der rollt noch ein bisschen. Warte, ein bisschen ausnutzen, weißt du? Ich hab ne Idee. Du bleibst hier drin. Fahr, okay? Du lenkst die Karre. Danke dir wieder für deinen Fuffi und gute Nacht, Bro. René, Digga, wie viel du heute hier dagelassen hast. Halbe Rente. Kuss. Oh. Danke, René. Ey, yo, 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 Jung. Yo, kann ich helfen? Verdammte Scheiße, kannst du mit mir rüberkommen, Mann? Was ist denn los? Wegen meiner Karre, die ist kaputt. Ach, die hier vorne gleich hinter uns da. Warte mal, ich komm mal kurz rüber. Warte, ich schreibe ein Dispatch. Ist Dave noch nicht da, ne? Mach mal, versuch mal, Dave zu rufen. Glaubst du? Ja, wenn wir nicht ADAC am Dienst sind. War ich schon wieder 1 Uhr oder was? Ja, natürlich. Die Zeit rennt, mein Lieber. Digga, wie ist es 1 Uhr? Ich muss ADAC rufen. Warte, ich rufe. Was hast du denn gemacht? Ach, gar nichts, Digga. Na gut, ist schön.
das ist ja noch wer drin, ja, das habe ich gar nicht gesehen. Wunderschön. Moin. Achso, ja, warte. Alles gut, du kannst weiter, ja. Hey, yo, was soll das? Ja, alles gut, du kannst weiter, danke für deine Hilfe, ja. Alles klar. Oh, okay. Pass auf euch auf, ja. Auf, pass auf dich auf. Ja, ja. Der Wichser hat seine Karre abgestoßen, was? Ich wollte die klauen, Mann. Aber was wollen wir jetzt machen? Diese Scheiße hat der C warten, Mann. Weil du wieder hast nicht du fahren kannst. Hast du gerufen, oder was? Ja, warte, ich hole Isco kurz hier. Ja. Kennst du Isco schon? Ja, klar. Scheiße. Oh, sorry. Wichser. Jungs? Was? Könnt ihr mir helfen, das Auto eventuell ein bisschen weiter an die Seite parken? Nee, können wir nicht. Was? Yo, ADAC-ler, Sie sind da, Mann! Also, ihr wartet auf die ganze Zeit? Ja, wir warten die ganze Zeit auf den scheiß ADAC, Digga. Ey, Junge, eine halbe Stunde braucht er noch. Ehrlich. Fuck, der fuckt mich ab. Hallo? Hallo? Hallo! Guck es dir an! Guck es dir an! Die fahren einfach weg! Ich geh mit in den Zollen, Alter, gib mir auf den Sack. Hast du das gesehen? Ja. Okay, dieser ADAC-ler. Wir müssen was gegen den ADAC unternehmen, Digga. Oh mein Gott, ein Panzer! Ja, aber wie will er mich erkennen mit meiner Mütze? Slash Spray. Ach so. Und dann, was du taggen willst. Das auch im Himmel? Ja. An der Stimme darf man einen nicht erkennen. Ah, warte mal. Der Motor darf nicht getunt werden, oder was? Sicher. Ach, scheiß drauf, Digga. Hey, yo. Ja. Ich glaube, es war dumm von uns, den Motor zu tun. Ja, habe ich auch schon gehört. Kümmere ich mich morgen drum, Digga. Verdammt.
Das erste Mal, dass du sprayst? Ja, ja, ja. Digga, ich bin der Profi, guck mal. Das ist mein neues Tag. Sag mal her. Werde ich überall in der Stadt hinsprühen, Digga. Sag mal her, Mann. Du Wichser! Ah! Was soll das, Mann? Wie, das ist dein Tag? Ja, Big Clint, das werde ich überall in der Stadt jetzt sprühen. Gefällt dir das nicht? Warte. Nee, 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 da wird nicht gecrossed. Ey! Nee, warte, nein, nein, ich mach nichts. Ja, okay, okay. Wenn du so machst, okay, warte. Gib mal eine. Ich hab keine mehr, Digga. Hier. Yeah. Oha, danke dir. Dann Streich, ja, danke dir für deinen Subgift. Bruder, jetzt aber hier, das ist ein Meisterwerk, Digga. Zeig her, Mann. Das wird ein Meisterwerk, Bruder. Der wird in die Annalen eingehen, oder was? Ja, ja, safe call, Bruder. Safe call. Zeig her, Mann. Bin gespannt, Alter. Wichser! Da liegst du. Du Arschloch, Alter. Lit, Digga. Ey, was ist jetzt mit diesem scheiß ADAC? Hast du ihn nochmal gerufen? Nein! Der ist weggefahren, als er meine Stimme gehört hat, aber ich hatte eine Maske auf. Ernsthaft? Ja! Yeah. Oh, nee, Digga, ne? Ruf nochmal an Dispatch. Warte. Soll ich nochmal? Ja, ich mach. Oder mach du lieber. Und ich gehe dann weg. Ja. Oh, hast du eine Pistole? Ja. nein. Zu spät für mich. Ja, ich weiß, wie du meinst. Aber beim nächsten Mal. Ja, safe. Heute war ein bisschen alles ich muss nur Hilfe schreiben, oder was? Motorschaden, brauche Hilfe, bitte. Schreibe ich immer. Habe ich gesendet. Bruder, wie lange bleiben die Graffitis dran? Bis sie weggemacht werden, also eigentlich immer. Wollen wir bald hier in die Sprühgeschichte eingehen, Digga? Da habe ich Bock drauf, überall ransprinten. Aber was ja, ist denn, was willst du taggen? Ja, Lil Clip oder Big Clit? Du Wichser! Guck mal! Ja, siehst du? Das war knapp. Guck mal. Ich schick die. Digga, zwei. Ja, zwei. Chill, Jungs, chill. Wir waren da gerade eben unten. Hab den Ansagen gedrückt, dass sie doch bitte mal die Dispatches abfahren sollen. Hat ihr am besten. Wäre besser. Ja, Jungs, hat hoch. Ich schick die letzte Fahrt runter zu euch, ja? Ja, alles gut. Gut, viel Spaß euch noch. Danke. Toto. Ciao. Welcher Samariter war denn das jetzt? Ich glaube, irgendein Mafioso. Aha. Wollen wir hier in der Stadt wirklich alles volltacken? Es gab mal welche, aber die habe ich hochgenommen. Wieso? Ja, weil die nur Scheiße gesprayt haben. Jetzt sind die weg? Ja. Yeah. Ah, nee, doch nicht. Nee, alles gut. Also, am PD und so, überall unser Namen, da würde ich uns sehen. Ja. Aber wir könnten theoretisch gesehen sprühen Alex Gang. Alex Gang? Ja, die Alex Gang. Du weißt doch, bei Überfällen sagen wir doch immer Alex. Oder einfach nur Alex. Ja,
Ja. Oder fuck ADAC. Fuck ADAC und Alex. Ja, aber... Nein. Ich habe eine Idee. Eigentlich von der Alex-Gang und darunter immer fuck ADAC als Statement. Ja, aber es dauert zu lange. Das sind immer zwei Sprühdosen. Wer ist denn der Typ da vorne jetzt, Alter? Warte mal. Nein, das dauert nicht zu lange. Ah, hast auch wieder recht. Ja, lass mal eine Nacht drüber schlafen, Digga. Wir könnten hier richtig in die Sprühgeschichte eingehen. Ich hätte Lust, einfach mal ein Statement zu setzen mit dem fuck ADAC. Dann müssen wir den Wichser auch nicht hochnehmen, weißt du? Boah, eigentlich ja. Könnten wir mal beim Würfelpark ein bisschen rumsprechen, dass jeder fuck ADAC sprayen soll. Und weißt du, wie ich meine? Ja. Ich sag dir aber auch so, ich warte jetzt hier noch 5 Minuten, Digga, ansonsten lege ich mich schlafen, Digga. Das ist mir schon wieder hier viel zu Kindergarten. Ja, hier sind 3-mal ADAC vorbeigefahren, Digga, schon. Der ist doch umgedreht. Yo, Isco! Was geht? Verdammte Scheiße, ich schick dir meinen Standort, komm mal her. Okay, Ja. Weißt du, was auch geil wäre? War's wichtig? Nee. Okay. Was? Wenn wir anstatt Gulasch, Gularsch überall hinsprühen. Gularsch? Oh ja, Mann! Ja, Mann! Gularsch, Alter! Ja. Gularsch. Das ist ja lustig, Digga. Das ist ein Tag, Alter. Das könnten wir überall hinsprühen. Gularsch? Ja, Gularsch. Ja, nicht Gularsch, sondern Gularsch. Der Wichser, Mann. Ja. Aber dann brauchen wir massig Sprühdosen, Digga. Aber massig. Ja, und dann brauchen wir Motorräder. Und dann können wir auch oben am Kran das hinsprühen und am Macebank oben und so, dass es in der ganzen Stadt überall ist, Digga. Dann machen wir einen ganzen Abend nur Graffiti-Action, Digga. Sehe ich uns auch schon, und ja. Und wenn wir uns angehalten werden, natürlich Fahrräder lackieren. Ja, selbstverständlich, Digga. Nur weil man Sprühdosen hat, ist man kein Schwerverbrecher, ja, ne? Ja, ganz genau. Aber wir müssen mit den Hotspots erstmal anfangen. Wobei, es lohnt PD. Sich eigentlich am... Ja, aber am PD, Digga, guck mal, ich sag dir so, ich habe da 1-2 Freunde, die sind im Graffiti-Business tätig. Es lohnt sich, am PD kann man machen, aber es wird nur für 10 Minuten, 20 Minuten stehen bleiben. Ja, es wird keiner sehen, verstehst du? Es ist im Grunde Farbverschwendung. Wir fahren hier überall die Autobahn längs, Autobahnbrücken, S-Bahn-Linien, überall, Digga. Das ist eine Aufgabe, das kriegen wir nicht mal an einem Abend hin, Digga. Oder... Wir sprühen nicht Gulasch, sondern wir machen wirklich eine Graffiti-Gang, Digga. Eine richtige Graffiti-Gang, verstehst du, wie ich meine? Wollen wir sie A-Gang nennen? Alex-Gang. Die Alex-Gang. Ja, man könnte überlegen, ja. Oder, warte mal. Lass eine Nacht überall schlafen. Ich glaube, wir fahren uns mehr safe. Ein. Wir könnten die Gang auch theoretisch gesehen, die... EO Gang nennen, beispielsweise. Ich weiß, wie man's. Ey, Isco! Grüßt euch! Hey, Isco, was geht? Olaf hier. Oh, grüß dich, Olaf. Na, Isco, lange nicht mehr gesehen, Alter. Ja. Ey, Isco, hast du einen guten Namen parat? Für eine Gang? Isco! Achso, für eine Gang. Lass mich mal kurz überlegen. Oh. In welchem Sinne aber eine Gang? Ja, für so einfach so ein cooler Name, weißt du, ich mein? Oh Mann, da fragst du mich jetzt was. Jo. Mit was verbindet man euch immer? Weißt du, was auch geil wäre? Anstatt ADAC, Anal DAC. Aber es wäre halt keine guter Gangname, das wäre nur so ein bisschen zu trollen. Ja, boah, ein Gangname halt. Ey, Isco, zeig mal ein bisschen von deinen Karate-Künsten. Oh. Zeig mal her. Guck ihn dir an. Ich habe schwarzen Gürtel, ja, pass gut auf. Zeig mal her. Ja. Oha. Isco ist ein harter Typ, Alter. Ja. Mach nochmal, aber mit ein bisschen mehr Betonung. Okay. Noch andere Moves, guck ihn dir an. So, erstmal denen. Oh, so. Ja. Soll ich dir mal meinen dicken Karate-Move zeigen?
Ja, hau mal raus. Warte. Digga, da habe ich so lange für trainiert. Ich weiß nicht, ob du den auch kannst, Alter. Warte. Jetzt bin ich gespannt. Oh ja! Verdammte Scheiße, Mann! Oh Mann, aber schau mal, das hier habe ich auch gelernt. Wow. Oha! Oha, Alter, Isco! Ja, dafür habe ich aber, glaube ich, zweimal fast meinen Arm gebrochen. Dein was? Also, als ich es gelernt habe. Fast deinen Arm gebrochen? Ja. Guck mal, das ist so ist sein neuer Spitzname da an der Wand. Lil Klit und. Lil Klit. Oh Mann. Isco, mach mal einen Sprint. Sprint, ja. Hin und zurück. Okay. Bis wohin? Bis zum Blick Bicklit, ja. Ja, bis zum Bicklit, Mann. Okay. 1, 2, 3. Oha. Der ist ja voll schnell, Digga. Guck mal, wie er rennt. Let's go. Oh, starkes Ding, Isco, Mann. Verdammte Scheiße. Ey, was macht ihr hier, Lama? Ist euer Auto das ist kaputt? Olaf seine neue Karre, schau mal. Oha, was? Ist das E? Doch hinten. E150. E190, sorry. Der kommt jetzt. Dankeschön. Jo. Alter, das schaut echt nice aus. Oh ja, ich habe auch noch ein dickes Motorrad, Alter. Ey, der ist echt stimmig geworden. Die Felgen und so passt alles. Ja. Aber wir warten hier schon eine halbe Stunde auf den scheiß ADAC wieder, Digga. Oh. Ja, das kann noch was werden. Ja, zum Kotzen. Sind aber genug wach? Wenn nicht genug wach sind, dann kommt ja, Dave. Ja, haben wir schon probiert. Digga. Dave ist nicht da, Mann. Dave ist aber auch immer so ein guter Mann und der wird immer so selten benutzt, Alter. Ja, dann alle mit Dave. Digga, ich fühle mich auch von der Mafia da jetzt verarscht, Digga. Die sind das vierte Mal hier längs gefahren und sagen, ADAC kommt gleich, niemand kommt hier. Ich habe ja ein Motorrad, wir könnten damit noch ein Fahrzeug holen. Ja, nee, Digga, ach, keine Ahnung, Mann. Wir warten jetzt hier noch kurz ein paar Minuten, wenn die nicht kommen, lass den Wagen hier einfach stehen, ist sowieso kaputt, Digga. Ist da was drin? Nee, mehr. Nee, gar nichts, Digga. Das ist so nervig, dass die immer so Ewigkeiten brauchen. Meine Stimmt. Fresse, Alter. Hier, Isco. Ja. Mach mal deinen indischen Tanz. Ja, das ist von einem guten Kollegen, ja. Den kenne ich schon jahrelang. Mach mal. Okay. Aber sicher? Ja, yeah, mach. Okay. Oh, ADAC kommt. Warte. ADAC kommt. Oh ja, dann das machen wir später. Ich schwöre, nee. Wir entführen einen. Digga! Ha? Ist denn jetzt echt vorbeigefahren? Schon viermal jetzt. Was soll diese Scheiße? Warum bleiben die nicht stehen? Hier, wir sind hier in einem Notfall. Oh mein Gott. Digga, das ist so ein Witz, Junge. Das ist frech, Alter. Und gehen wir mal von aus, du bist ja bei denen auf der Blacklist. Sie können dich nicht erkennen, weil du eine Maske aufhast. Ja. Yeah. Also entweder ist das ein Fehler von denen oder die sind einfach nur selten dämlich. Ich rufe jetzt den Toast an, Digga. Hab ich gar keinen Bock. Ich rufe jetzt den Toast an. Ich glaube, Gulasch muss auf den Kran. Ja. Hallo, Herr Toast. Moin. Ich wollte nur einmal ganz kurz erwähnen, ich warte jetzt seit einer halben Stunde auf dem ADAC. Die sind in der Zeit viermal an uns vorbeigefahren. Obwohl wir schon zweimal Dispatch rausgehauen haben, die sind immer an uns vorbeigefahren. Einmal mit der Begründung, dass Big Soße ja dabei wäre, obwohl er eine Maske auf hat. Und wir stehen jetzt eine halbe Stunde hier, es passiert nichts. Also entweder passiert aber bald was oder Herr Gulasch wird mal ein bisschen anal verwöhnt. Das ist also eine absolute Frechheit hier. Ja, danke schön, Herr Toast. Yeah. Ich bin gerade unterwegs, Mann, hab zu tun. Was los? Ja, okay, da, egal, hab Power, wir müssen Action machen wollt. Lass, gleich hab ich Zeit. Okay. Ich regel das hier, ich muss den ADAC erstmal hier ficken. Ey, wen vom ADAC?
Bruder, alle. Lass mich bitte, lass mich mitmachen, bitte. Die haben mich erschlagen jetzt immer mit der Taschenlampe. Bitte, lass mich machen, bitte. Ich mach gerne. Warte, wir machen das gleich. Digga. Wir klären das erstmal und danach, Dings. Der Wichser, er hat mich auf seine Blacklist getan. Original 3 Leute in der Stadt sind in dieser Blacklist. Und ich... Und ich bin auch noch drin. Ich schwöre, bitte lass mich hinficken, ich hab so Bock, ne? Dieser Hund, der hat mich letztes Mal erschlagen mit Taschenlampe, Digga. Dieser Gulasch? So sauer. Ja, genau der Hund so. Genau der hat mich erschlagen mit Taschenlampe. Lass ihn entführen und eine Geiselnahme mit dem Wichser machen. Okay, lass machen, Digga. Ja, yeah, aber nee, lass nächstes Mal machen, dann mit Olaf noch. Wir müssen das richtig weit planen, da richtig auf den Kran holen oder so, diesen Wichser. Aber wir können auch alleine machen, oder nicht? Ja, aber lass diesmal einen anderen machen und dieses fette Ding mit Gulasch und so machen wir ein andermal. Weil ich glaube, der geht doch schlafen. Der Gulasch. Okay. Ich ruf dich gleich an, ja? Ich sehe dich so selten. Mit wem hängst du denn immer? Ja. Oh, häng ich auch immer mit Sosa und Marcel? Ey, Bruder, ich hab dich das letzte Mal gesehen. Keine Ahnung, schon eine Woche her oder so. Ja, da wollen wir Sterne schauen. Ja, an die Sterne kann ich mich noch erinnern. Was ist das für ein Kasper-Clown, Alter? Oh, der schaut aus wie ein Weihnachtsmann. Ja. Isko, mach jetzt einen indischen Tanz, Mann. Ja, oh, stimmt, ja, der indische Tanz. Okay, also, das ist meine alte, gute Kollege Patal. Den Tanz habe ich von ihm. Wer? Patal. Patal? Ja. Okay. Also, seid ihr bereit, ja? Ja. 1, 2, 3. Eine Sekunde, ich muss nachdenken, wie der ging. Okay, ich weiß. 1, 2, 3. Oh, mein Name ist Patal. Yeah, mein Name ist Patal and there was a Jiggity Light. Isko, stark, ja. Mann, Alter. Ja. Mann, stark, stark, Alter. Ich vermisse Patal. Verdammte Scheiße, ich glaube, mit dem Jungen müssen wir auf Dance Battles gehen, Mann. Der reißt alles ab. Oh, geht's dir gut? Ich war so, Bruder, ich war so im Bann deines Tanzes. Ja, und das ist von Patal, eine echt gute Kollege. Ey, Digga. Ich glaube, Toast will mich auch verarschen, Mann. Ich glaube, jeder will uns hier verarschen, Mann. Ich glaube, ich muss die ganze Stadt hier hochnehmen. Digga. Glaubst du, stell dir einfach mal vor, wir stehen jetzt beim ADAC auf der Blacklist wegen dem Graffiti. Ja, was hat das damit? Also, das will ja gar nicht mehr machen. Aber hat dir der eine ADAC-Typ nicht ein Ding gehauen? Ja. Aber hat er dich erkannt? Hast du mit ihm geredet? Nee, er mich nicht. Er kann mich ja nicht erkennen. Naja, stimmt, ja. Er konnte dich ja nicht wegen dem Spray erkennen, richtig? Nee. Ich war gerade vor Ende, gerade fertig, wo ich wollte gerade dahin noch einmal Fuck ADAC schreiben. Das wäre so schön gewesen. Ja, keine Ahnung, ich denke. Dann lass doch mal. Ach, Digga, es ist. Oh, guck mal, wie lange stehen wir jetzt hier? Eine halbe Stunde? Kann gut sein, Mann. Diese Wichser. Ey, das mit diesem 7500 muss auch raus, Mann. Ja, das ist schlecht, Digga. Da kommt was. Oh, eine Skyline. Oha. Isko, was hast du so für Autos? Nicht so viele leider. Kein Geld oder was? Ja. Ich wünschte, ich hätte solche JDM-Autos wie der da, also der vorbeigefahren ist. Du bist ein richtiger Autonerd, ne? Oh, ich war mal mehr, aber jetzt soll es halt nicht mehr so. Ja, wenn man interessiert sich richtig. Ich bin ganz kurz im Kopf. Jo. Willst du mein Lambo haben? Nein. Echt nicht? Ich geb dir. Ich danke dir. Nein, alles gut. ALXGNG ist echt ein guter Tag, ne? Groß geschrieben. Ey, Sosa, weißt du, bei wem ich Waffen kaufen kann? Nee, ja. Versuch mal bei den. Ah, nee.
Bei dem Platz hast du ja rangesprayt Iskoval hier. Ja. Ja, bei denen kannst du es vergessen. Oh Mann, ich bin ja... Das hat sich ja schon geklärt. Ja, kannst ja mal fragen. Oder ja, frag mal Marcel. Ja, das stimmt auch. Ich brauche diese Nummer von diesem Pablo, der hat viele Waffen. Ja, ja, das hat, frag Marcel deswegen. Ist Marcel ja heute wach gewesen? Nein. Besser gesagt, ja, der war nicht wach. Warte mal. Schlafen, Digga. Ich hab keinen Bock mehr auf die Kacke hier, Digga. Es ist so unerträglich, Digga. Es ist wirklich so unerträglich, Digga. Soll ich einen von euch noch Würfelpark mitnehmen? Nee. Ich leg mich hier schlafen. Jungs, okay. Wünsche euch eine gute Nacht. Jo, gute Nacht. Nein. Ey, yo, was sagst du denn dem Deck? Oh, warte mal. Da kommt. Mal gucken, ob er wieder vorbeifährt. Hilfe sie! Okay, das, okay, die werden alle einzeln entführt und gefickt. Ist dir das bewusst? Gib mir eine Waffe, ich stülle die jetzt alleine. Digga, also ich sag dir ganz ehrlich, ich werd Digga. Ich werde die ganze Mannschaft da unten. Wir müssen ADAC ficken, Digga. Weil ja. das ist absolut, also jetzt, ich will, also, ne, das ist richtig schlecht. Das ist ein Teil von der Suppe, Alter. Absichtliche Provokation auch noch, weißt du? Ja, ist gut. Guck mal, er hat vorhin auf das Gelände gesprüht, hatte eine Maske auf und ich habe ihn die ganze Zeit Alex genannt. Also niemand wusste, dass er Soße ist. Wir haben jetzt beide hier Masken auf. Ich habe nichts gesprüht und... auch noch andere Masken. Ja. Also das ist echt fischig. Ja, das ist da stimmt hart. Irgendwas nicht. Diese scheiß GoPro, Mann. Ja, bei mir auch. Ja, ich leg mich jetzt schlafen. Ich rufe nochmal den Toaster an und gut ist. Ja, ja. Okay, schlaf gut. Ciao. Also ich, wenn du Bock hast, ne, ich bin dabei, die zu ficken. Ja, aber lass die dann mit Olaf zusammen ficken, verdammte Scheiße. Okay, stimmt auch. Lass gleich was mit Micha machen, ja? Micha, ja, okay. Ja. Digga, das ist ja... Also ehrlich, das ist bodenlos. Oh, da fährt der wieder vorbei. Oh, ey. Willst du die haben, Nissan Skyline? Ja, Mann. Irgendwann mal besorge ich dir einen. No, ich hoffe... Wie viel kostet ein Nissan Skyline? Locker paar Mille. 40 Millionen? Was? Echt jetzt? Verdammte Scheiße! Can you stop? So hab ich Sosa. Hallo?
Hey, was schlägt ihr denen? Seid ihr doof? Was ist mit denen? Hallo, hört mal auf zuzuschlagen. Hallo. Mein Gott. Ey, komm vor die vor der Bundeswehr. Du musst Leute abklären. Vorher, komm, herkomm. Digga, wir sind im Krieg gerade. Wir sind gerade im Krieg. Ey, mein Gott, irgendwie. Serken ist tot, Sepp ist tot. Serken und Sepp sind tot, Digga. Ich bin gerade im Krieg. Nicht schießen, nicht schießen. Ey. Ich nehm die Hände hoch, ich nehm die Hände hoch. 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 Ich nehm die Hände hoch, ja? Was soll die Scheiße? Hör auf zu schießen, ja. Hör auf zu schießen. Warum hat der mein Kuh? Ja, Wichser, Alter. Digga, wie kann man so nerven, Digga? Ey, das gibt's doch nicht, Mann. Nur Scheiße hier in der Stadt. Was hab ich... die Köpfe eingehauen, die Idioten.